So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Seabrex und wir spielen eine erneute Runde vom Modern Warfare 1 Remastered Multiplayer. Und wir sind jetzt diesmal auf der Map BOG, was auch immer das heißen soll. Habe ich, glaube ich, wirklich noch nicht gespielt. Das war die, die ich, glaube ich, vorhin ausgewählt habe. Und wir haben jetzt endlich unser Rotpunktvisier auf der Waffe. Und ich sehe gerade, man kann nur einen Aufsatz haben. Also das heißt, entweder ich nehme dieses Rotpunktvisier oder ich nehme den Schalldämpfer. Ich werde dann höchstwahrscheinlich auf dem Schalldämpfer switchen, weil ich mag Schalldämpfer einfach. Ich kann es nicht leiden, wenn die Leute mich auf dem Radar sehen. Da kriege ich immer Todesangst, wenn ich einen Schuss abgebe. Aber das Visier ist halt auch echt wichtig. Aber ich habe keinen Perk gesehen, wo man zwei Aufsätze haben kann. Wahrscheinlich muss er sich wirklich nur um eins streiten. Naja, komm, dann bleiben wir jetzt also beim Visier. Mal gucken, ob sich hier irgendwas ändert an meinem Gameplay. Ja, auf der Map war ich wirklich noch nicht. Und dieser Hey-Boss ist jetzt im Gegner-Team, das ist schon mal ganz gut. Noch mal irgendwas zu killen. Ah, hier ist diese radioaktive Zone. Ah, ich glaube, die Map kenne ich vom Singleplayer. Kann das sein? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Alter! Okay, da wusste ich ehrlich gesagt nicht, dass es da noch weitergeht. Wie gesagt, ich kenne die Map echt überhaupt nicht. Na, läuft das super mit Visier. Na gut, man muss natürlich auch zum Schießen kommen, ne? Also sonst bringt das natürlich so oder so nichts. Fuck. Warum blende ich mich eigentlich immer selbst? Ich war doch weit genug weg eigentlich. Hätte ich zumindest gedacht. Aber immerhin haben wir den noch gekillt. Das ist die Hauptsache. Alter, wir können jetzt schon eine Drohne haben. Boah, hier ist ja richtig Party drin. Ja, klar. Alter, wie kann man denn bitte schön durch so einen massiven Stein durchballern? Ey, komm. Was hat denn der für ein Gewehr? Alter, die sind ja alle da drin gerade. Ist er tot? Gehen wir mal rein. Ja, ich habe da echt Todesangst hier drin. Ja, ich will da nicht rein, aber ich muss. Komm doch mal, es wird das Ding hier rein. Ne, vergiss es. Geh du rein, genau, geh du rein, Kollege. Jawoll. Ach, der schießt mit so einem Scheiß. Wie heißt das Ding? Oh, ich hab C4. Wusste ich gar nicht. Was man alles hier hat in dem Spiel. Und der hat, glaube ich, dieses erweiterte Leben. Was ein geiler Spawn. Ey, top, top Spawn auf jeden Fall. Der arme Kerl. Gut, ich wäre auch fast gestorben, weil ich damit jetzt überhaupt nicht gerechnet habe. Assist. Assist bekommt man viele Punkte, ne? Also. Aber Punkte bringen uns eigentlich nicht so viel hier. Weil das läuft ja alles über Abschussserien. Dann bekommen wir unsere Drohne. Und das Spiel schaut sogar relativ gut aus. Vielleicht könnte man das sogar mal gewinnen. Wo ist der Kollege? Der steht da hinten. Nice! Komm, jetzt machen wir noch einen Kill und dann kriegen wir unser schönes Dingens hier. Komm! Lass mich. Nice. Kann man da eigentlich irgendwie auswählen, in welche Richtung das ballern soll? Weil das geht jetzt nämlich auf meine Richtung. Darauf habe ich genau keinen Bock. Nein! Nein! Okay. Ja, ich weiß nicht, bei mir killt das Ding nie was. So, dann mal die AK auf. Weil ich habe keine Muni mehr, meiner. Was? Ihr habt den bekommen? Glaub's nicht. Jawoll! Helikopter im Arsch, Alter. Geiles Ding, ey. Erstes Mal Helikopter bekommen. Ich hoffe, der macht sogar ein bisschen mehr. So, ich will jetzt aber erstmal in Deckung. Ja, genau, Kollege, ich geh mal rein. Boah, ey. Bei dem hätte ich jetzt nicht gern. Also, in dem Körper hätte ich jetzt nicht gern sein wollen. Warum lassen wir mal durch, Kollegen hier? Okay, der Helikopter macht schon einiges.
Zumindest schon mal zwei mehr gekillt als meine gesamten Luftschläge, die ich bisher hatte. Drei mehr gekillt. Kriege ich jetzt eigentlich wieder die Abschussserien von neu? Wahrscheinlich nicht, als wenn ich tot bin, oder? Und das wollen wir natürlich jetzt nicht. Gucken, vielleicht schaffen wir mal Dingens. Hier die 10 Abschussserie. Also mit den Waffen halt. Ich kann was es war, jetzt wenn ich ehrlich bin. Ach scheiße. Und die Zeiten auch noch. Alter! Von hinten, von den Zeiten, ich sollte hier weg. Alter! Alter, ich glaub's nicht, ey. Was töte ich hier gerade alles? Komm, einen krieg mal noch. Da haben wir's doch, die Zehner. Ich kämpfe hier jetzt ein bisschen. Alter, warum kommt hier keiner? Das ist ein Sniper wahrscheinlich, ne? Und dann stimmt mal weg. Ah, weg, 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 weg. Hoch. Nein! Alter, warum kriegt er uns jetzt auf einmal so schnell wieder? Na egal, da haben wir wieder unsere MP. Aber das Visier hat schon gebracht, ne? Also, das gefällt mir viel mehr mit Visier. Ohne Scheiß. Gut. Ah, immer noch einen mit dem Ding bekommen. Ich weiß irgendwie nicht. Gut, jetzt habe ich gerade einen kleinen Frame-Anbruch. Nee, ich weiß irgendwie nicht, warum mein Luftschlag nie irgendwas killt, aber die von denen killen dauernd irgendetwas. Und vor allem immer mich. Vielleicht soll ich das nicht da einsetzen, wo die Leute gerade sind, weil es dauert ja ein bisschen, bis das Ding kommt, sondern da, wo die Leute noch nicht sind. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendeinen Tipp kennt. Aber dieses Spiel haben wir endlich mal gewonnen. Unser erster Sieg. Und diesmal habe ich sogar relativ gut gespielt. 17 zu 7. War doch ganz geil. Endlich mal einen Helikopter erreicht, der auch was gemacht hat. Ich glaube, 3 gekillt oder 4. Weiß es gar nicht. Schauen wir gleich mal. Was wir so für Abzeichen bekommen haben. Und 3 Assists auch noch. Nice, nice. Also mir gefällt dieses Spiel auf jeden Fall echt ziemlich, ziemlich gut. So, Einsatzbericht, Level 7, das ist schon mal sehr gut. M21 Sniper brauche ich nicht. Und Sniper spiele ich eigentlich generell nie. Was haben wir denn jetzt alles geschafft? Ah, wir haben Gnadenlos bekommen, geil. Blutrünstige haben wir einmal bekommen, klar. Ein Doppelabschuss, 3 Spielverderber, ein Zahlter, ein Fernkämpfer sogar, ja. Das war dieser komische Kill da, wo ich gedacht habe, dass ich den niemals schaffen würde. Aber gut. Bevor das nächste Spiel jetzt anfängt, schmeiße ich das wieder raus. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr natürlich ein Like da lassen. Wenn ihr noch mehr von Call of Duty oder Battlefield sehen wollt, könnt ihr auch ein Abo da lassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Aber dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder Call of Duty heißt oder Battlefield. Mal gucken, was ihr schauen wollt. Bis dahin, macht's gut, euer Seabrix. Ciao. 1, 2, 1, 2, 1.